Für mich, ich vermute mal, dass es, wenn ich mich nicht irre, dann ist eine heute Debüt für deutsche Gemeinde auf Deutsch zu predigen. Ja, bitte unterstützt mich mit eurem Gebet. Ja, aber ich kann ziemlich gut Deutsch sprechen, weil ich bin professioneller Zauberkünstler, weltweit gebucht und natürlich ganz viel hier in Deutschland. Ja. Schmidt ist mein Name, ich bin ein Russlanddeutscher, der vor 23 oder 20 Jahren ungefähr nach Deutschland kam mit meiner ganzen Familie. Und ich bin ganz froh und ganz dankbar, euer Pastor Vlad, natürlich euch allen, dass ich ja mit dabei dieses Fest erleben dürfte und ein Teil von das, was Gott in dieser Kirche, in diesem Stadt, in diesem Land tut. Weil ich bin sehr gern immer in Gottes Hände als Instrument, in Gottes Reich als Gefäß, wo Gott mich einfach mitnehmen kann und für Menschen nutzen, ja, damit es ja Gottes Reich verbreiten kann. Also ich erkläre euch ein bisschen, was wir heute machen werden. Normalerweise, ich weiß gar nicht, wie das bei euch abläuft, ich predige 6 Stunden lang, aber heute machen wir Ausnahme, 3 Stunden Pause und dann nochmal 3 Stunden. Ja, ist natürlich ein Witz, ja. Ich erzähle ein bisschen über mein Leben und wie ich dazu kam, ein Clown als Beruf oder ein Zauberkünstler zu sein. Ich bin schon seit 32 Jahren als Christ und seit dieser Zeit habe ich noch niemals irgendwelche Gemeinde gewechselt. Ich bin treu immer an meine Gemeinde, genauso wie meine Frau, 23 Jahre, so wie meine Frau sagt immer, muss ich glücklich sagen, glücklich verheiratet, das ist ja wichtig. Und wie gesagt, treu zu sein, heutzutage ist ja ganz schwierig, ja, aber ich habe mich entschlossen, egal was bei uns in der Kirche passiert, ich muss immer treu bleiben, ja, weil treue Menschen werden von Gott ausgesucht, ja. Und diese Predigt, was ich heute für euch vorbereitet habe, die ist auf eine Missionreise sozusagen geboren oder entstanden. Ich war auf eine Missionreise, weil mein Beruf ist Clown und Zauber, das habt ihr schon mal gesehen. Und ich habe noch eine ganz kleine Mission, Aufgabe, ich zauber oder ich unterrichte oder ich mache Show oder predige für körperlich oder geistig behinderte Menschen weltweit. In meisten Ländern ist das natürlich Russland, Ukraine, Weißrussland, Kasachstan, Usbekistan, Armenien, Tadschikistan, viele, viele Länder, wo Leute immer noch Russisch verstehen und Russisch sprechen. Ja? Und natürlich auch hier in Deutschland viel unterwegs. Und auf eine solche Missionreise mit einem Baptistenbischof haben wir sehr viel über Gott, über diese Möglichkeit, mit verschiedenen Gaben Gott zu dienen. Ich habe irgendwann mal ihm gefragt, ich sagte, weißt du was, lieber Pastor, ich sehe, weil ich bin sehr professionell, wegen meiner Professionalität sehr viel mit anderen Menschen zu tun und die erzählen immer so irgendwelche schlechte Erfahrungen mit Christen, ja, in besonderes, was Kinderheime oder diese Behinderungseinrichtungen angeht. Die sagen, ja, wisst ihr was, wir möchten eigentlich für euch, für Christen, unsere Stationen, so wie für behinderte Menschen oder für krebskranken Kinder schließen, weil ihr seid irgendwie so ein bisschen einzigartig oder ganz komisch, ehrlich zu sagen, ja, weil zum Beispiel in einem Stadt, in großem Stadt sind ungefähr 250 Missionen, ja, und nicht so viele Kinderheime. Und diese 250 Missionen haben Aufgabe, dahin zu gehen und irgendwas mit Kindern zu machen. Immer singen, irgendwelche Puppentheater, danach für die Kinder beten, dann Buße tun, Aufruf zu Gott kommen und aufschreiben, wie viele Menschen die haben gerettet, einen Dankebrief bekommen und ab nach Hause. Und das Gleiche mit 250 Missionen. Ja? Und als ich das dann zu diesem Menschen kamen, die sagen, du bist aber ein bisschen anderes. Wieso? Ich sage, warum, was meint ihr? Weil ich habe noch niemals irgendwo angefangen, mit Leuten zu sprechen. Als erster, ich komme rein und ich sage, wisst ihr was, ich bin ein Christ und jetzt machen wir was ganz Tolles, was Gott eure Herzen berührt und so weiter und so fort. Nein, ich bin ein
offenes Brief, so wie Apostel Paulus sagt in 2. Korinth, ja, da steht das geschrieben, ihr seid ja offenes Brief, dass die Leute euch lesen und ihr verbreitet Jesus, ja, und dazu kommen wir ein bisschen später. Und die Leute sind so ein bisschen, sagen, ja, warum machst du das oder warum ist das so ganz Besonderes bei dir? Dazu kommen wir später. Und ich habe mit diesem Baptistenbischof dann gesprochen. Weißt du was, sage ich, lieber Pastor, ich sehe mich so an, dass wir Christen, wir antworten für die Fragen, die Leute uns nicht gestellt haben. Wir haben so viel immer Antworten für die Menschen, obwohl die uns gar keine einzige Frage gestellt haben. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch hier ist, ja, in Berlin, in Christusgemeinde. Aber als ich Christ wurde, ich habe angefangen, überall 24 Stunden am Tag Leute über Jesus sprechen. Das ist was anderes. Und mit mehr Erfahrung, mit mehr Professionalität, ich habe ganz viele Freunde, genauso wie ihr seid, bestimmt auch. Ich komme zu irgendjemandem nach Hause und dann fange ich an zu, das ist ja so ähnlich ist wie Scannen. Ja? So, ich gucke mal, was hier so alles falsch ist. Ja, okay, ich sehe das unchristliche Bücher. Das ist ja falsch, das ist falsch. Und dann komme ich zu dieser Familie und sage, wisst ihr was, ihr kennt, ich bin Christ und jetzt fangen wir an. Ich habe so viel große Liste aufgeschrieben, was bei eurer Familie falsch ist. Ja? Also wir fangen von Flur an. Ja? Also müsst ihr das hier ändern, das müsst ihr ändern, das müsst ihr ändern. Und die gucken mich an und sagen, ha, wir haben eigentlich dich zum Geburtstag eingeladen. Ja, was soll das alles hier? Aber das war nur erst Anfang. Aber wenn ich ja diese Leute zu uns zur Kirche einlade, dann ist das Katastrophe. Dann noch mehr Regel, als in der Bibel steht. Ja? Ich hoffe, bei euch ist das nicht so. Aber es ist ja sehr komisch. Wir machen immer so eine ganz große Herausforderung für uns und für die Menschen. Und wir, wie ich schon mal sagte, wir geben Antworten für die Frage, die Leute uns gar nichts gestellt haben. Habt ihr schon irgendwann mal so das Gleiche erlebt wie ich, oder? Seien Sie bitte ehrlich zu mir, ja, weil ich bin ein Zauberkünstler, ich bin ehrlichste Betrüger, ja, sozusagen. Das ist mein Beruf, ehrlich zu sein. Das werden Sie gleich sehen. Wie ist es möglich, dass Gott uns berufen hat, über Jesus erzählen? Jesus sagte einmal zu seinen Jünger, ja, also Apostel, ja, würde ich ja sagen. Er sagt, wisst ihr was? Warten Sie ganz kurz, ich habe das vergessen. Dass, in Luka 19, in Kapitel 19, ja, steht eine Geschichte. Wir fangen so mal an. Jesus geht durch die Stadt und dann kommen Leute auf ihm zu. Und ein kleiner, älterer Mensch, Zacharia heißt er, ja, der hat auf Jesus die ganze Zeit beobachtet, was der Jesus getan hat, weil Jesus hat so viele Taten gemacht, ja. Der hat so viele Wunder gemacht, ja. Und die Leute haben immer hinter ihm gerannt, weil die wollten was für Jesus immer haben. Entweder Heilung oder satt werden oder alle Antworten auf die Fragen, die wir nochmal haben, ja. Ja, wir sind leider nicht so wie Jesus, weil dazu kommen wir ja gleich. Und Zacharia kommt und Jesus sieht ihn und sagt, ja, ich möchte, Zacchaeus, ja, Entschuldigung, ich kenne diesen Namen leider nicht auf Deutsch. Und er kommt und sagt, Zacchaeus, ich möchte heute bei dir Mittagessen oder Abendessen. Oh, da hat sich aber gefreut. Und viele, damals diese Leute, die so geistliche, die haben einfach gesagt, wie ist das möglich, das kommt zu einem Sünder. Und was lesen wir in diese Lukas Kapitel 19, wenn wir diese Geschichte durchlesen? Haben wir da irgendwo gelesen, dass Jesus kommt und sagt, ja, weißt du, Zacharias, du bist so ein Sünder, ja, du musst ja das, schau mal, bei dir zu Hause ist ja so eine große Unordnung, ja, wie hast du seinen Mut, mich einzuladen? Hat Jesus irgendwas gesagt? Er hat einfach Essen genossen, er hat mit diesen Leuten unterhalten und dann kommt Zacharia und sagt, Zacchaeus, weißt du was, Jesus, ich möchte mein Leben ändern.
Ich möchte genauso wie du sein. Ich möchte einfach alles, Leute, die ich was schuldig, ich möchte einfach Doppelte abgeben. Wenn ich irgendjemandem was Schlechtes getan, ich werde das wieder gut machen. Ganz kurze Frage, ganz ehrlich, ist jemand schon zu euch irgendwann mal gekommen und sagte, weißt du was, ich möchte genauso wie du sein? Ganz ehrlich, zu mir leider noch niemals. Ich bin noch nicht dazu gekommen, wie Jesus sein, obwohl Jesus sagt auch, die Taten, die ich gemacht habe, wir können das sehr gerne in der Bibel lesen, ja, weil ich habe das vorbereitet. Am besten, dass wir das nicht meine Worte vertrauen, sondern wir vertrauen Gott, ja. Und das steht nämlich in Evangelium Johannes, ja, 14. Kapitel, Vers 12. Können wir das auf Deutsch jetzt hier bitte haben? Ja, ich sagte euch die Wahrheit. Wer an mich glaubt, wird die gleichen Taten vollbringen wie ich. Ja, sogar noch größer, denn ich gehe zum Vater. Ich habe immer gedacht, ihr werdet gleiche Wunder tun. Ja, deswegen, ich sehe, weil heutzutage in Kirche passieren nicht so viel Wunder, weil wir haben noch nicht mit Taten angefangen. Ja? Wie wichtig ist Brief für die Menschen sein, Brief, dass das Jesus Zeuge zu sein, ohne Taten, ohne Gaben, die wir haben und nutzen das nicht für die Menschen. Bestimmt jeder von euch hat eine Gabe. Bestimmt jeder von euch hat einen Beruf, der das wirklich sehr gut kann. Bestimmt unter euch sitzen wirklich ganz große Profi, die egal was tun, die können das so gut machen wie kein Mensch auf der Welt. Aber ist es euch schon mal irgendwann passiert, dass die Leute hinter dir laufen und sagen, ey Herr, hör mal Werner, ich möchte von dir lernen. Ich möchte genauso wie du sein, weil deine Professionalität hat mich überzeugt. So wie du das machst, das ist einzigartig. Eigentlich es ist alles andersrum. Wir laufen hinter Ausbildenden und sagen, ey, hör mal, hier sitzen zwei junge Leute. Heutzutage ist überhaupt eine ganz große Frage für Auszubildende. Wir kennen das, unser Arbeitsmarkt, ja, ist ja so schwach, was an Ausbildung geht. In Besonderes, es fehlt einfach junge Leute, die Lust haben, irgendwas auszuüben. Warum? Weil die haben kein großer Vorbild, der uns zeigen kann, mit meinem Beruf kannst du für die Leute brauchbar sein. Mit deinem Beruf kannst du Zeuge für Jesus sein. Habt ihr irgendwann mal diese Frage gestellt, warum hat mich noch niemals gefragt, ey, ich möchte so wie du sein. Wo sind unsere Taten? Jesus hat gesagt, ihr werdet noch mehr Taten machen, noch mehr als ich. Warum sind immer hinter Jesus ganz viele Leute? Ja, der hat was zu Leute anbieten. Der hat niemals gesagt, okay, jetzt hört mal bitte zu. Ich werde euch beibringen, wie es lang geht. Ja, ich bin ein dreimal auszubilden. Meine Frau hat zwei Uni-Abschluss und einmal hier in Deutschland noch ein bisschen nicht studiert, sondern ein Beruf, Ausbildung gemacht. Ja. Es gibt Menschen, die vier Uni abgeschlossen haben, aber immer wieder, ganz ehrlich, wenn ich anfange, mit die zu unterhalten, ich sage, oh, ich möchte nicht wie sie sein. Das passierte bei mir einmal, ich habe in Las Vegas, ist ja wirklich ja so, ich habe mehrere Auftritte in Las Vegas gemacht, aber klein, paar Mal in Kirche, paar Mal in öffentliche Bibliothek für kleine Kinder, für große Menschen. Und da habe ich einen Pastor kennengelernt. Ja? Egal was ich sage, egal was ich über mein Leben erzähle, ich habe ihm erzählt, wir haben mit unserer Gemeinde so 21 Tage so gefastet. Und er sagte, wie habt ihr das gemacht? Auf welche Art und Weise? Ja, können Sie mir bitte ein bisschen näher, und dann, wenn ich ja erzähle, Sie haben alles falsch gemacht. So müssen Sie das machen. Nein, 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 so hört Gott dein Gebet nicht, dein Fast, das war alles umsonst. Wenn ich irgendwann mal ihm sage, der sagt, schon wieder falsch, hast du in der Bibel gelesen, da ist ganz anderes, warum machst du das ja so? Ist
ist es manchmal mit euch sowas passiert? Ich weiß nicht bei Vlad, ja, das ist ja, ich kenne ihn sehr gut. Ja. Ich weiß, der tut sowas nicht. Aber irgendwann mal nach 2 Tagen mit meinem Freund unterhalten, ich habe ihm gesagt, weißt du was? Ich möchte nicht sein wie du. Ich möchte einfach nicht. Und ich bin sehr traurig, weil ich bin ein Christ, ich liebe Jesus. Ich weiß, Jesus ist ganz anders. Du erzählst mich über irgendwelche Jesus, die nicht mehr bekannt vorkommt. Ja? Mein Gott ist mit Liebe gefüllt. Mein Gott ist mit offenem Herz. Der guckt nicht auf deine Sünde. Wenn wir Gespräch mit irgendwelchen Leuten anfangen, dann gucken wir, ob der Sünder ist und welchen Grad der Sünder hat und dann vielleicht, ob das ja... Eines Tages, einmal ist es bei mir so passiert. Ich bin, ich diene in Kirche, ich habe mich bekehrt mit 11 oder 10 Jahren und mit 12 Jahren habe ich angefangen als Ordnungsdienst zu arbeiten. Ja? Und danach habe ich ja Schlagzeug angefangen zu spielen in Kirche und wir haben eine große Konferenz und wir haben mit unserem Lobpreis ein Taxi genommen zu Gottesdienst fahren. Das dauert ungefähr 40 Minuten, weil ich lebte in einer Stadt, die so um die 2 Millionen Menschen hatte damals in Almaty, Kasachstan. Und ich fahre diese ganze 40 Minuten und ich predige diese Taxifahrer, wenn noch 5 Minuten länger dauert, ich würde ihm erstmal Spende sammeln, dann bekehren, dann Taufe, dann mit Heiligem Geist. Und leider der Weg nicht so lang war, bis ich das alles erledigen kann. Und als wir an Gemeinde kamen, der sagte, dann hat er ganz viele Schimpfworte zu mir und zu unserer Kirche gesagt, du gehst in diese Kirche. Ach so, nein, meine Schwiegermutter kommt in diese Gemeinde. Nein, um Gottes Willen. Immer wieder nach der Kirche kommt ihr, macht Flasche Wodka rein, ja, und dann fängt mich zu schlagen und immer mit schlechten Worten und sagt, ich mache das falsch. Mein ganzes Zeugnis war nicht umsonst, sondern das war einfach so komplette Blamage. Jesus spricht, ihr seid ja Brief, dass die alle Leute euch lesen können. Wie kommen wir dazu und welche Gaben oder welche Professionalität brauchen wir, um einfach Herzen von Menschen offen zu machen? Stellt euch mal bitte vor, ihr könnt zum Beispiel sehr gut Heizung einbauen, ja? Und sie kommen rein, sie machen das alles ordentlich, ja? Perfekter geht ja gar nichts. Ist normalerweise in Deutschland ist es ja so bei uns, in meisten Fällen, ja. Aber sie sagen kein Wort, sie machen das ja einfach so sauber, ja. Und sie hinterlassen keine Spuren, sie machen alles perfekt. Und die kommen raus, ja. Was denken Sie, werden euch Leute empfehlen? Ja, selbstverständlich. Wenn Sie Ihre Arbeit gut machen, Sie werden euch empfehlen. Und andersrum, Sie können das nicht richtig gut machen, aber Sie sind ein sehr guter Christ. Sie kommen rein, Sie erzählen über Jesus. Ja, und einfach da hängt das, da ist was falsch gemacht, da muss es heiß sein, da wird alles läuft. Aber Sie haben ein Zeugnis gemacht. Sie haben Leute über Jesus gesprochen. War das ein gutes Zeugnis, oder? Ja, natürlich nicht, weil Professionalität, das ist heutzutage ein wichtiges Teil unseres Lebens. Das ist ja, steht geschrieben in 2. Mose, 4. Kapitel, 2. Vers. Wir kennen sehr gut diese Geschichte über Mose. Mose hat Aufgabe bekommen von Gott, dass Gottes Volk in das verheißene Land zu bringen. Ja? Oh, sehr interessante Worte. Ich habe heute so viele deutsche Worte gelernt. Und der hat diese Aufgabe, diese Leute in verheißene Land zu bringen. Ja? Und der hat das einmal versucht, wie er das haben möchte und wurde blamiert und weggelaufen. Nach 40 Jahren kommt er auf einen Berg und sieht einen brennenden Busch. Und Gott sprach mit ihm und sagte, Mose, und diese Geschichte kennen wir. Und das erzählt ihm, du musst ja das mein Gott frei machen und das in, alles fertig machen. Und er sagt, ja, wie soll ich das machen? Ja, ich bin bereit, aber vielleicht
wäre es sinnvoller, dass du mir irgendwelche Macht gibst oder eine ganz besondere Gabe oder am besten eine Superheldenkraft. Gestern haben wir mit Kindern darüber gesprochen. Ja, da freut sich Mose, sagt, ja, sehr gut, weil die Leute werden mich nicht hören, aber wenn du mir irgendwas gibst, ja, so einen Zauberstab oder irgendwas, damit ich ja einfach so alle diese Wunder tun kann. Ja. Und was hat Gott zu Mose gesagt? Können wir das bitte lesen? Da fragte ihm der Herr, was hast du da in deine Hände? Ein Stab, erwiderte Mose. Habt ihr irgendwann mal darüber nachgedacht? Der Gott gibt die Aufgabe und sagt, was hast du da in deine Hände? Ja, wir können leider nicht so viel über diesen Stab mal herausfinden, aber die Leute, die schon mit Tieren was zu tun haben, dieser Stab hat nicht nur Aufgabe, einfach so Berg rüber zu kommen. Das Stab diente dafür, zum Beispiel, wenn das nachts kalt ist, du steckst das rein, du machst das um und dann ist das wie ein Zelt. Dieser Stab macht diese kleine Graben, damit das Wasser fließt. Dieser Stab dient dafür, dass du Tiere, Jagdtiere töten kannst und deine Schafe beschützen kannst. Das war ein Profi-Instrument, was der Mose innerhalb von 40 Jahren ganz Professionalität benutzt hat. Ja? Verstehen Sie? Und natürlich ist es ja sehr interessant, der Gott spricht uns von Wort und sagt, ja, was hast du da in deine Hände? Ja, der Gott spricht immer so mit Feuer, ja, ja. Du sagst, ja, ich habe eigentlich nichts. Ja, ich habe kein Geld. Ja, dann machst du dein Portemonnaie und sagst du, vielleicht Gott, gibst du mir ein bisschen Geld, aber der Gott sagt, nein, 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 ich brauche deine Gaben. Was hast du in deiner Hand, fragt uns Gott. Das ist sehr interessant. Als ich angefangen habe, meinen Beruf auszuüben und zum Beispiel, ich zeige euch jetzt ein paar Zaubertricks, damit das heutige Gottesdienst so ein bisschen lustig ist. Ja? Ich habe angefangen, das zu machen und dann dauert das nicht eine Stunde, nicht zwei Stunden, sondern mehrere Jahre, bis ich einen Zaubertrick mal wirklich sehr gut fest habe. Und welche Bestimmungen hat das alles? Ich kann euch erzählen nur über meine Reisen. Immer wieder, wenn ich irgendwo komme, ist es absolut verboten, über Gott zu sprechen. Überall, weil zum Beispiel solche Orte besuche ich, Gefängnisse, Stationen für psychokranken Menschen, Krebsstationen, Kinderheime, Gefängnisse, habe ich schon Alterheime, das alles so in ehemaliger Sowjetunion, ja. Und da ist absolutes Verbot, über Gott zu sprechen, weil aus einem Grund, weil die anderen Gemeinden haben das einfach ganz schlechten Ruf gemacht, weil die kamen unprofessionell, alles komplett unprofessionell gemacht, ja, und irgendwann mal, als die Leute einfach so satt davon waren, sagen, nein, 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 wir sehen, dass sie nutzen uns aus, ja, weil sie kommen nicht, um Kinder Freude zu machen, weil sie kommen, weil irgendwas, weil die Leute spüren das, warum machst du das für die Menschen? Und überall, egal wo ich herkomme, die sagen kein Wort über Jesus, nichts. Und das passierte auch bei diesem Baptistenpastor, bei Baptistenbischof. Ja? Wir kommen zu einem Kinderheim, wo geistig behinderte Menschen, geistig behinderte Kinder sind. Ja? Das war mein vierter Auftritt für dieses Tag. Das ist ja sehr schwer, so weit in Sibirien, minus 37, als wir gelandet haben, ja, der Kapitän sagt, ja, es ist ja draußen minus 20, sehr warmes, minus 20 ist sehr warmes Wetter, ja, und dann, danach war das minus 37, 40, ja, es war kalt, aber trotzdem, ich komme rein mit diesem Pastor und dann läuft die Leiterin, ja, von diesem Kinderheim und sagt, stopp, was möchtet ihr haben? Kein Wort über Gott predigen. Ja, bitte, ich kenne Sie, Pastor. Sie sind doch ein Baptistenpastor. Ja,
Und er sagt, nein, 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 ich bin nur Fahrer für dieses Clown. Ja? Ich habe ihn eingeladen und ich fahre ihm zu euch. Ah, okay, gut, gut, gut. Ja, alles in Ordnung. Ja, der ist ja ganz normaler Clown sozusagen jetzt. Okay, nach 15 Minuten, als ich meine Show vorführte, kommt diese Leiterin zum Pastor und sagt, wissen Sie was? Ich wollte mal Sie fragen, lieber Pastor, können Sie vielleicht einmal, am liebsten zweimal in die Woche mit eurer Kirche zu uns kommen und für die Kinder über Gott sprechen? Ich habe kein einziges Wort über Gott gesagt. Ich habe nichts, weil ich durfte das nicht in andere Länder. Ich brauche nicht nur spezielles Visum und meine Aufgabe ist ganz anderes. Das passierte bei mir auf einer anderen Missionreise. Ich habe verstanden, warum ich von Gott brauchbar bin oder warum Gott benutzt mich. Das war in Armenien, in einer Missionreise, und da habe ich ein Kinderheim besucht für auch geizig, aber auch sehr stark körperlich kranke Menschen. Das heißt, sie haben keine Arme, keine Füße, meisten davon sind einfach so gelähmt, dass das kann ich einfach, diese Kinder kann man nicht sagen, dass sie überhaupt irgendwas verstehen. Und ich stand von geschlossener Saal, von geschlossener Halle da, weil irgendjemand wollte Schlüssel suchen. Und dann kamen alle diese Kinder und ich stehe einfach so dazwischen in die Mitte von dieser Masse. Verstehen Sie, was ich meine? Ich meine das nicht böse, aber ich sehe, das sind einfach so, weil es gibt so ein professionelles Begriff, die Leute, Ärzte manchmal nennen das wie nicht Früchte, sondern so wie Gemüse. Ja, das ist so ein vielleicht böses Wort, aber das ist ein Zeichen, dass der hat kein Gehirn, kein Verstand, der ist einfach lebt mit, ich weiß nicht, der versteht nichts, ja, weil die sind einfach so geblieben wie 3 Monate Kinder, weil die haben sehr starke geistige Behinderung. Und zwischen dieser Masse, ich stehe als professioneller Zauberer und ich weiß es, jetzt muss ich irgendwas für diese Menschen vorführen, aber was? Was verstehen sie, welche Zaubertrick? Weil wenn ich irgendwann, egal was ich sage, die werden gar nichts verstehen, weil für die ist alles gleich. Ich stehe, ich gucke diese Masse und dann spürte ich, wie der Jesus zu mir kam. Weil als professioneller Zauberkünstler, ich weiß, ich stehe hier von meiner Grenze, da könnte ich ja nichts machen. Aber ich muss irgendwas machen, weil ich muss diese Menschen auch mit Gottes Liebe berühren. Und da kam Jesus zu mir und sagt jetzt, lass mich über dich diese Kinder umarmen. Meine Augen waren voll mit Tränen gefüllt, weil ich habe jetzt verstanden Sinn, warum, wenn wir sagen, ich bin ein Instrument, ein Gefäß in deiner Hand, weil Gott nur dann kann die Gott Menschen umarmen, Kinder lieben, wenn wir bereit uns dazu stellen. Egal welche Möglichkeit du hast, weil jeder von uns kann irgendwas machen. Manche Menschen können backen. Laden Sie Menschen zu euch nach Hause. Versuchen Sie einfach mit eurer Liebe diese Menschen überzeugen, dass sie gute Christen sind. Nach ein paar Jahren, nach ein paar Monaten werden euch Menschen selber ansprechen und sagen, irgendwas stimmt mit deiner Familie gar nichts, ja? Was ist ja los? Warum schimpft dich deine Frau nicht, ja? Und normalerweise, wenn ich ja nach Hause komme, meine Frau rastet und sagt, ja, wo war so oder sonst irgendwelche Sachen, ja. Aber warum ist es bei eurer Familie anderes? Ich habe eines Tages angefangen, meine Freunde, also weltberühmte Zauber, mit auf die Reise, auf diese Missionreise zu nehmen, damit sie ein Bild stehen, damit sie verstehen können, diese Menschen brauchen professionelle Vorführung, professionelle Show, damit wir das einfach so diesen Menschen ganz viel Liebe schenken. Ja? Und wir haben uns in einem Ort, in einer Kirche
untergebracht, ja, sozusagen, weil der Pastor sagt, ja, Sie können bei mir leben. Ja, das war in einem ganz, ganz kleinen Dorf, eine ganz kleine baptistische Gemeinde. Das ist ja sehr komisch, weil wenn ich ja, ich bin oft bei Baptisten, obwohl die gar nichts mit Zauberei haben möchten, ja, und die sind immer sehr ganz, und wenn ich ja unter andere Gemeinden, die sagen, nein, 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 um Gottes Willen, wir möchten nichts mit Zauberei haben, ja, aber das ist alles nur Fingerfähigkeit. Und wir haben uns dort mehrere Tage aufgehalten und wir haben kein einziges Wort, obwohl das ein Baptistenpastor ist, ja, kein einziges Wort über irgendwelche Gebete oder sonst irgendwas. Morgen früh oder abends eigentlich immer kommt der Pastor zu uns und sagt, liebe Freunde, was möchten Sie zum Frühstück essen? Weil ihr macht so viel für Kinder, obwohl wir haben das von unserer Seite gemacht. Die Gemeinde hat das nichts damit mit diesen Reisen. Ja, weil normalerweise, wenn die dich einladen, dann kümmern die um dich und dann, weil wir machen dann große Werbung für diese Kirche. Aber no, das war anderes rum, ja. Und er sagte, okay, ich möchte, Sie machen so viel Gutes für diese Menschen, ich möchte auch was Gutes machen. Aber zum Abendessen, ich koche für euch diese Pekinente. Ja, ich muss 8 Stunden die backen oder sowas, aber ich mag das für euch, weil ihr macht so Gutes Arbeit. Und 4 Tage lang, der hat so gut um uns gekümmert und kein einziges Wort gesagt, weil immer wieder, als ich früher Christ war, wenn ich irgendjemandem was Gutes tue, ich muss immer was dazu sagen, weißt du warum, habe ich das dir gegeben? Ja, weil ich ein Christ bin. Ja, und Gott liebt dich auch, ich liebe dich auch. Ja, ja, jetzt wiederhol mal hinter mir, ja, Jesus ist mein Retter. Ja, es ist, wenn du das nicht machst, okay, gib das wieder zurück. Entschuldigung, ich suche andere Menschen, die ein bisschen besser mich versteht. Ja, aber kein einziges Wort. Und dann sind wir eingeladen zu einem Abendessen und mein Freund musste nach Hause fahren. Wir kamen um 12 Uhr nachts und er steht da und redet mit weinenden Augen mit Pastor. Weil der hat noch niemals in seinem Leben erlebt, dass irgendwelche fremde Mensch so gut um ihn gekümmert hat. Kein einziges Wort über Gott. Und als er fahren möchte, der sagt, okay, ich segne dich, du kannst fahren. Ja, warten Sie, Sie sind doch der Pastor. Und dann hat er angefangen, Fragen zu stellen. Und Pastor könnte oder besser zu sagen, dürfte ihm antworten. Und dann hat das alles gestimmt. Wenn die Leute bereit sind, dich zu fragen, das bedeutet, dass sie Vertrauen an dich haben, dass sie mit ihren Augen gesehen haben, dass alles, wie du lebst oder wie du dich vorführst, wie du dich benimmst, stimmt mit Gottes Wort und mit Gottes Liebe. Sagen wir Amen dafür? Professionalität? Ja, viele Menschen sagen, oh nein, nein, nein. Ja, ich weiß, wir müssen beten, wir müssen das machen, wir müssen das machen. Aber sehen Sie, wie sieht das alles aus hier? Die Leute, die diese Kirche gebaut haben, die haben Ahnung von Baustellen, die haben Ahnung von alles schön zu machen. Gefällt euch hier? Ja, natürlich, das ist eine von besten Kirchen bestimmt, nicht nur in Berlin, sondern deutschlandweit. Sie haben hier sehr, sehr schön Licht hier gemacht. Das freut mich so, ja, weil ich genieße das, ja, weil Professionalität ist sehr wichtig. Ich zeige euch einen Zaubertrick, was ich 3 Jahre lang geübt habe und ich brauche so vielleicht ein paar Leute, die mir helfen können. Da hinten sitzen so 2 junge Leute, Mann und Frau. Können Sie bitte ganz kurz zu mir nach vorne kommen? Ja, ja, ja. Ja, Sie haben das die ganze Zeit. Ja, ja, genau Sie. Ja, Mann und Frau. Ja, bitte Applaus für diese wunderschöne Familie. Also wie viele Minuten habe ich noch Zeit? Ah? Ich habe auf Sie beobachtet, die standen die ganze Zeit, ob Sie frisch verliebt waren. Ja, so ganz, oder wenn du die, also 2 Monate, ja, musst du Angst haben, ja, wenn du die frei oder Hand loslässt, dann läuft die weg. Ja. Kommen Sie bitte zu mir nach vorne. Ja. Ich zeige euch einen Zaubertrick. Sie können mir vertrauen, dass es ein ganz normaler Saal ist. Ja. Und ich zeige euch, was man mit solchen coole Sachen machen kann. Können Sie mal einmal Rex, ja, damit ich in der Mitte stehe. Ja. Ich bringe euch bei, wie Sie zum Beispiel für eure Kinder, Enkelkinder, wenn die später kommen, oder einfach für eure Freunde einen Zaubertrick zeigen können. Ja. Sie brauchen erstmal einen Saal. Ja.
Ein ganz normales Seil, das man nicht kaputt machen kann. Sie sehen das ja fest. Ja? Aber wissen Sie was? Wenn ich jetzt magische Wort sage, ja, aus einem Seil kann ich ja blitzschnell zwei Seile machen. Aber für diesen Moment sollten Sie schon Ihre Augen zumachen, weil ich darf nicht verraten, wie ich das hier mache. Ja? Okay, ich sage magische zu Augen zumachen. Abram, Kadabr, Sim, Salabim, Hokus, Pokus. Und wenn Sie Ihre Augen aufmachen, ja, irgendwie, ich weiß gar nichts, wie ist das passiert, aber aus einem Saal sind zwei Saale geworden. Okay. Liegt das vielleicht an meinen magischen Worten oder liegt es daran, dass ich manchmal die Schere benutze? Ja, sehen Sie ja. Aber ehrlich zu sagen, ich muss euch wirklich einen Zaubertrick zeigen, wo ich aus einem Saal zwei Seile machen. Dazu brauche ich ein bisschen, kein normales Seil, sondern ein bisschen außergewöhnliches Seil, der nicht nur eine Mitte und zwei Enden hat. Dazu brauche ich immer wieder Seile zum Beispiel, die zwei Mitten haben oder sogar vier Enden. Ja? Das kann man eigentlich nicht irgendwo kaufen, ja? Aber wenn das für Sie stört, ich mag diese Enden ab. Ja? Die kann man abbeißen, abschneiden. Und das Problem ist, wenn man die Enden abmacht, Sie sehen, Seil wird immer wieder unendlich. Zum Glück, ich habe immer zwei Ersatzenden, die tue ich ganz vorsichtig auf das Seil drauf. Was sehr interessant, ja, wenn Sie zum Beispiel auf die Enden pusten, selbstverständlich, die fallen runter. Ja, ja die mache ich ganz vorsichtig. Aber was man bei solchen Zauberseilen nicht machen darf, man darf niemals auf die Mitte pusten. Versteht ihr Deutsch? Ja. Was habe ich gesagt? Okay. Nein, nicht okay. Was habe ich gesagt? Nicht pusten, ja. Nee, warum haben Sie auf meine Mitte gepustet? Sie haben jetzt kaputt gemacht, ja? Ja, sehen Sie, jetzt müssen Sie reparieren, obwohl mein Saal, Sie kennen, mein Saal hat zwei Mieten oder immer noch eine Miete. Natürlich, mein Saal hat immer eine Miete. Na gut, ich kann diese Miete ganz vorsichtig... Ah, hier ist wieder dran. Ja, ist kein Problem, das habe ich repariert. Ja. Wie gesagt, ich habe versprochen für uns alle einen Zaubertrick zeigen, wo ich aus einem Seil zwei Seile mache. Dafür brauche ich ein ganz besonderes Seil. Weil ein normales Seil hat immer eine Mitte und zwei Enden. Zwei Seile haben wie viele Enden? Genau, das ist ja sehr schlau, mein Freund. Deswegen, ich bringe immer ein Seil mit vier Enden, ja? Weil blitzschnell kannst du diese Enden einfach nach unten ziehen, dann haben sie tatsächlich wieder zwei ganz normale Seile. So ist es, ja, so ist das ja wirklich. Aber wenn wir mal vorsichtig sein können, wir können natürlich wieder das rückgängig machen, und zwar aus einem Seil, aus zwei Seile eins zu machen. Ja? Dieses Mal probieren Sie selber. Sie dürfen nicht auf die Mitte pusten, aber hat keiner euch verboten, auf diese Knoten zu pusten. Einfach ein bisschen fest, pusten Sie direkt auf diese Knoten. Ein bisschen zu weit warten Sie, ganz kurz, ich mache ein bisschen näher. Und wie Sie sehen können, Ihr magischer Knoblauchgeruch hat wahre Wunder gemacht. Ja? Ich mache noch Witze. Ja. Bitte Applaus für diese wunderschöne Frau. Ja, vielen lieben Dank. Ja. Ja, hat das euch gefallen? Wenn Sie mit eurer Professionalität und mit eurem offenen Herz von den Menschen stehen, Sie werden sie sehr schnell überzeugen. Und diese Menschen werden euch als offenes Brief des Gottes lesen. Das ist so wichtig, dass wir uns irgendwann mal gedanklich machen, Gott, warum möchte ich, ehrlich zu sagen, ja, nichts machen in die Kirche? Oder vielleicht bin ich zu faul oder einfach... Für mich einfacher, das Aufgaben zu verteilen, und dahinter steht aber kein Mensch, keine Professionalität. Weil es ist ja so wichtig, dass die Kirche heutzutage, egal wie alt bist du, ja, es gibt Leute, die 60, 70, 80 Jahre alt sind, die können so viel für Gottes Reich tun und sie brauchen nur eins. Ihr Herz für Jesus offen und sagen, Gott, ich bin hier. Ich habe nicht viel, vielleicht, aber ich weiß, dass du diese wenig für so viele Menschen benutzen kannst.
Ich bin nicht in eine christliche Familie geboren. Ich bin genauso wie meistens von euch in eine normale Familie geboren, in normale ordentliche deutsche Familie geboren. Mein Vater wurde drogenabhängig, meine Mutter Alkoholikerin, ja. Aber Ordnung war bei uns zu Hause, immer Ordnung. Das Problem ist ja, egal wie ich ja gut war, ja, ich habe noch niemals in meinem Leben Wodka getrunken, Bier getrunken, noch niemals geraucht. Ich habe meine erste Liebe verliebt, ich habe die geheiratet und ich bin schon seit 23 treu dieser Frau. Ja. Aber egal was ich tue, diese, nicht Zukunft, sondern Vergangenheit, die sagt immer zu mir, Wladimir, vergiss nicht, wo du hergekommen bist. Ja. Weißt du was, wir kennen, dein Papa hat immer Geld geklaut oder Mama. Und immer wieder, wo ich irgendwo erscheine bei Verwandten, verschwindet Geld. Ich sage ganz ehrlich, ich habe in meinem Leben ein- oder zweimal geklaut, aber Spielzeug von meinem Bruder. Ja. Niemals Geld geklaut oder sowas. Egal, wo ich erscheine, immer Geld verschwunden und die sagen, das hat Waldemar, das hat Wladimir gemacht. Diese Vergangenheit hat mich immer verfolgt. Als normaler Christ, ich habe immer so, oder als normaler Mensch, ich habe immer meine Gedanken gehabt, meine Träume. Ich möchte normales Leben führen. Und vor 3 Jahren haben wir mit meinem Freund dieses Trick erfunden. Kann irgendjemand so ein bisschen Klavier was Schönes spielen, bitte, ja? Nicht irgendjemand, sondern derjenige, der das kann, ja? Weil ich möchte doch, oder Playback, perfekt, das ist ja noch besser. Hier sitzen ganz viele Menschen, ich habe, Entschuldigung, für Namen kann ich ja nicht so gut merken, Gordana, oder wir alle, wir haben eins in unser Leben. Wir möchten einfach ein gutes Leben leben, ja. Hier steht Liebe. Liebe, das ist das Wichtigste für uns, ja, weil dieses Gefühl, lieb zu sein, dieses Gefühl, verliebt zu sein oder geliebt zu sein, das ist einzigartig. Trust, das ist auf Deutsch Vertrauen. Einfach Menschen vertrauen. Ich war jung und naiv. Ich dachte, das Leben ist wunderschön. Life, Leben. Ich habe mir so ein gutes Leben vorgestellt, genauso wie alle. Und das letzte Wort ist Traum. Traum, das ist ein sehr schönes Gefühl, die uns lebenslang begleitet. Lebenslang. Traum geben wir als Letzte auf bei Traum. Wir träumen. Aber genauso wie in meinem Leben, in eurem Leben, gibt es irgendwelche Dinge, die das komplette Lebensplan zerstören. Das reicht nur, wenn du einmal sowas machst. Hier sind 4 Worte auf 4 verschiedene Platten geschrieben. Und dann kommt große Unordnung, wie das bei uns alle war. Wir haben alles das erlebt. Wir waren alle enttäuscht von Vertrauen. Wir waren alle enttäuscht von Träumen. Wir waren alle enttäuscht von Liebe. Egal. Ja, dann sagen die Menschen, okay, vielleicht ist es sinnvoller, dass sie, ich weiß es. Dann kommen die zu Psychologen und fangen das Leben zu ändern. Die sagen, okay, vielleicht liegt es daran, dass ich ja das einfach so alles wechseln, alles dann tauschen soll und dann irgendwie Ordnung kommt von allein oder es gibt bestimmt irgendwelche Punkte. Oder, nein, ich habe verstanden. Ich muss einfach von vorne anfangen. Ja, genau. Ich muss einfach mein Leben komplett ändern. Rauchen aufhören, gesundes Leben anfangen. Ob das einen Sinn bringt in das ganze Unordnung. Und mit 11 Jahren habe ich ein Glück gehabt. Mein Vater hat Jesus getroffen und er hat mich in die Kirche gebracht. Ich kann immer noch an diesen Moment mich erinnern, als ich das erste Mal in die Kirche kam. Diese Kinder, mit denen ich immer gespielt habe draußen, mit 12 Jahren standen die auf
eine Straße und haben ihr Körper verkauft, mit 12 Jahren. Weil wir kommen so von einem Stadtteil, wo viel Alkoholiker, viel Drogenabhängige, und das ist alles so schlecht, ja. Ich habe so viel schlechte Sachen erlebt, ja. Und als ich in die Kirche kam, ich habe einfach von dieser Atmosphäre berührt. Und seit diesem Moment ist kein einziger Sonntag vergangen, nur wenn ich in Urlaub bin. Das kommt selten, aber trotzdem manchmal auch bei mir. Weil das ist mein Haus, das ist meine Familie. Egal wo ich bin nicht Mitglied eurer Gemeinde, aber ich fühle mich trotzdem wohl. Wisst ihr warum? Weil ihr seid mit gleicher Liebe gefüllt wie ich, mit Gottes Liebe. Und als ich mein Leben Gott abgegeben habe, da hat das angefangen. So, dann hat der Gott gesagt, gib mir diese Liste, wovon hast du das geträumt? Gib mir diese Liste mit dieser Liebe, von der du enttäuscht warst. Gib mir diese Liste, wo diese ganze Vertrauen verloren war. Ich möchte anfangen, Ordnung in dein Leben bringen. Die Leute schaffen das nicht allein. Immer wieder, wenn sie das ohne Gott machen, werden sie enttäuscht sein, weil das alles, was wir suchen, alles, wovon wir träumen, ist in Jesus Christus. Vielen lieben Dank. Ich möchte, dass Sie heutige Tag erinnern, nicht nur an Zaubertrick, sondern an diese Botschaft. Ja, vielleicht war das nicht so gut, wie andere Menschen predigen, aber meine Botschaft für euch: Euer Leben ist wertvoll. Jesus kann nicht ohne dich Menschen umarmen. Jesus kann nicht ohne dich Menschen lieben. Der braucht dich. Der braucht deine Gabe, der braucht deine Professionalität, der braucht dein offenes Herz, der braucht deine Treue. Der braucht deine Ordnung. Der braucht einfach uns, weil wir sind Instrument, wir sind ein Gefäß in Gottes Hand. Wenn du sagst, nein, kleiner Junge, ich bin schon, was ich weiß, 99 Jahre alt. Stimmt nicht. Solange, dass wir atmen dürfen, kann Gott über uns große Dinge erreichen. Lass uns einfach in Gottes Hände ein Instrument sein. Vielen lieben Dank, Pastor. Das war gut, oder? Das war gut. Klar, einfach, professionell und mit Salz und Pfeffer. Die Frage, die Gott dem Mose gestellt hat: Was hast du denn in deinen Händen? Was hast du denn in deinen Händen? Manchmal man sagt, ich habe nichts. Die arme Witwe hatte auch nichts, nur 2 Grosche, 2 Cent, gar nichts. Aber weißt du, das, was wir haben, wenn wir uns dafür öffnen und sagen, Herr, was ich habe, vielleicht ist es nicht viel in den Augen der anderen Menschen, aber für mich ist es das, was ich habe. Ob es Zeit ist, ob es in Menschenaugen anderer Menschen, vielleicht ist es nicht viel, aber Gott benutzt Menschen, weißt du? Professionelle, weniger professionelle, einfache, starke Menschen, die ihr Herz öffnen und sagen, Herr, hier bin ich. Du kannst auf mich zählen. Du kannst mit mir rechnen. Sag bitte, manchmal Gott spricht und beruft Menschen und die suchen sich Ausreden. Ich bin zu jung. Ich bin zu russisch. Ich bin zu, weiß ich nicht. Gott benutzt Menschen zu seiner Ehre. Und solange du lebst, Gott möchte auch dich benutzen zu seiner Ehre. Und ich bin überzeugt, glaub mir, ich bin überzeugt, Gott möchte uns als Gemeinde für diesen Staat, aber glaub mir, auch darüber hinaus benutzen zu seiner Ehre.
Letzten Sonntag habe ich dir erzählt, dass ich manchmal mit mir kämpfe, wenn ich Videos von mir anschaue. Weil ich bin manchmal von mir enttäuscht. Ich habe andere Erwartungen an mir. Aber ich bin dankbar, dass Gott mich so wie ich bin benutzen kann. Und unsere Predigten werden, ich sage das laut, weltweit angeschaut. Nicht nur in Deutschland, nicht nur in der Ukraine, auch in Kanada, Amerika und so weiter und so fort. Gott benutzt solche unvollkommenen Menschen wie ich und du zu seiner Ehre. Wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, wenn wir sagen, Herr, hier bin ich. Hast du mal gedacht, wie alt Mose war? Gut, du hast noch Scham. Es war über 80 Jahre, als er berufen wurde. Also nicht mehr der Jüngste, der Stärkste, der Fitteste. Nicht mehr. Wieder Ausreden, volle Liste, Ausreden, oder nicht Ausreden, Gründe, warum er nicht sein sollte. Herr, hier bin ich, aber schick bitte sie. Ich bin bereit, aber schick bitte ihn, der ist Profi. Gott wartet auf uns, dass wir uns öffnen und sagen, Herr, hier bin ich. Mit meiner Sprache, mit meinen Möglichkeiten, mit meinen Ängsten, mit meinen Komplexen. Mann, wir haben alle unsere Goliathen, die wir besiegen sollen. Aber ich möchte mit dir beten, diesen einfachen Gebet. Gott, benutze das, was ich habe, zu deiner Ehre. Darf ich dich dafür gewinnen, dass wir das Gebet sprechen gemeinsam? Gott, das, was ich habe, das, was du mir gegeben hast, unsere Talente, Möglichkeiten, Ressourcen, Gott, das, was ich noch habe, wenn du alt bist, sag Gott, die Zeit, die ich noch auf dieser Erde habe, gib mir Chance, dass ich dadurch dein Zeuge werde und Menschen mit deiner Liebe erreiche, mit deiner Botschaft erreiche. Mach deine Augen bitte zu, mach dein Herz so weit offen, wie du es machen kannst. Ob du jung bist, ob du frisch im Glauben bist, ob du schon jahrelang gedient hast, ich möchte dich trotzdem ermutigen und herausfordern. Öffne dein Herz und sag, Herr, das, was ich in meinen Händen noch habe, die Zeit, die ich noch vor mir habe, die Möglichkeiten, die du mir schenkst, ich möchte dir zur Verfügung stellen. Herr, wir öffnen unsere Herzen und wir kommen in deine Gegenwart. Da, wo du uns siehst, du siehst unsere Vergangenheit, du siehst, wo wir jetzt sind in unserem Leben, in unserem Saison, was wir jetzt als Herausforderungen empfinden, ob es Gesundheit oder Familie oder Finanzen sind. Du siehst alles, was wir haben, aber Jesus, du siehst auch unsere Zukunft. Vater, ich bete, sei uns gnädig und übersehe uns nicht. Vater, ich weiß, dass es in diesem Staat andere bessere gibt, die besser als ich sind, die mehr haben, mehr Talente, mehr Möglichkeiten. Aber Herr, sag zu ihm, Herr, ich möchte dir dienen mit dem, was ich habe. Ich möchte gern ein Zeugnis sein. Herr, ich möchte, sag ihm, Herr, ich möchte einen Unterschied machen in meiner Familie, in meiner Umgebung, bei der Arbeit, unter den Verwandten, unter den Nachbarn, dass die Menschen dein Licht in mir sehen, dass die Menschen, wenn sie mit mir in Berührung kommen, deine Liebe in mir spüren. Jesus, wir wollen als Gemeinde einen Unterschied machen, nicht nur mit Veranstaltungen, sondern mit eigenem Leben und Talenten, die du uns gegeben hast. Vater, ich bin dir dankbar für diesen Reichtum, das wir in unserer Gemeinde haben, an Gaben und Talenten. Bitte benutze uns als lebendiges Opfer zu deiner Ehre in diesem Staat. Und wir werden immer Lob und Dank nur dir alleine bringen. Und wir werden nicht sagen, dass es wir waren, die das geschafft und erreicht haben. Weil wir wollen, Herr, nur eins. Wir wollen, Herr, dass die Menschen dich erkennen, einen Weg zu dir finden und mit dir glücklich sind. Hier auf dieser Erde und dann später in deine Ewigkeit, in diese Ewigkeit, die du für die vorbereitet hast, die dir gedient haben und dich geliebt haben. Und jetzt lass uns für die Anliegen beten, für die kommende Woche.
Wenn du hierher gekommen bist, voll beladen mit Ängsten, Gedanken, Situationen, Herausforderungen, oder bist du krank, oder jemand aus deiner Verwandtschaft oder Geliebte sind krank, lass uns jetzt Herzen öffnen und zu dem Thron der Gnade kommen, weil Gott sagt, betet, bietet und sucht. Ihr werdet finden, es wird euch geöffnet, ihr werdet bekommen. Und deswegen, Herr, als Antwort auf deinen Aufruf beten wir. Kommen wir zu dir und klopfen an deine Tür an. Und ich bete für, Herr, für die Menschen aus unserer Gemeinde. Vater, ich bete auf erster Stelle für alle Kranken, für alle, die deine Heilung brauchen. In Jesu Namen, ich bete für alle Schwachen, die physisch, körperlich, aber auch seelisch schwach geworden sind, aus irgendeinem Grund. Vater, ich bete für die Menschen, die Enttäuschung erlebt haben, vom Leben und Menschen enttäuscht sind und verletzt sind. Jesus, ich bete, dass deine Heilung kommt und deine Kraft kommt und die Herzen der Menschen erreicht. Vater, ich bete für Menschen, die irgendwie eine Bestätigung brauchen, dass du bei denen bist, dass du sie nicht vergessen hast und nicht zur Seite geschoben hast. Bitte umarme diese Menschen, dass sie sehen und spüren, dass du da bist, dass du sie nicht vergessen hast. Gib den Schwachen neue Kraft in Jesu Namen. Und besonders die Menschen, die auf dich schauen und dich suchen. Bitte begegne die Menschen mit Liebe und gib denen Gnade. Jesus, ich bete für besondere Anliegen. Vielleicht ist es Arbeit oder das ist Beziehung, ob es Aufträge sind, ob es noch was anderes, was nur du kennst, was die Menschen hier an diesem Ort oder da vor dem Bildschirm zu dir bringen. Ich bete, Herr, sei uns allen gnädig und erhöre unseres Gebet und verherrliche dein Namen dadurch, dass die Gebete geantwortet werden, so wie du es siehst, so wie du es möchtest. Wir segnen einander mit deinem Segen und du sei verherrlicht. In Jesu Namen haben wir gebetet und die ganze Gemeinde sagt Amen. Above all kingdoms, above all thrones.
war.